In dir ist mein Leben, in dir meine Stärke, in dir meine Hoffnung, in dir, o Herr. In dir ist mein Leben, in dir meine Stärke, in dir meine Hoffnung, in dir, o Herr. Ich preis dich mit all meinem Sein. Ich preis dich mit all meiner Kraft, mit all meinem Sein, mit all meiner Kraft. All meine Hoffnung ist in dir. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength. With all of my life, with all of my strength. All of my hope is in you. In dir ist mein Leben, in dir meine Stärke, in dir meine Hoffnung, in dir, o Herr. In dir ist mein Leben, in dir meine Stärke, in dir meine Hoffnung, in dir, o Herr, in dir. Nächster, seid nicht bekümmert. Seid nicht bekümmert, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Seid nicht bekümmert, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Kraft. Jesus, der auferstandene Herr, ist in eurer Mitte. Jesus, der auferstandene Herr, er ist unter euch. Seid nicht bekümmert, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Seid nicht bekümmert, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Kraft. Jesus, der auferstandene Herr, führt euch seine Wege. Jesus, der auferstandene Herr, geht euch stets voran. Seid nicht bekümmert, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Seid nicht bekümmert, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Kraft. Jesus, der auferstandene Herr, sendet seine Engel. Jesus, der auferstandene Herr, kämpft und siegt in euch. Seid nicht bekümmert, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Seid nicht bekümmert, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Kraft. Merkt die nicht Sorgen über die Dinge, die passieren, und hol die bloß nach Foster und Jesus. Hei wird die Fieren, Gott wird uns leiden, wer wird vertrauen. Während das nächste Leid, wer wird noch dort abverheben, ist ein englischer Leid, Light of the World. Lights of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore.
Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earthly created, all full of sin became poor. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. And I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Bin es deine Treue, o Gott, mein Vater. Du kannst nicht schatten, noch wechselt dein Licht. Du bist derselbe, der du warst vor Zeiten. An deine Gnade ist niemals gebricht. Bleibend ist deine Treue, bleibend ist deine Treue. Morgen für morgen dein Sorgen ich seh. All meinen Mangel hast du mir gestillet. Bleibend ist deine Treue, wo ich auch geh. Ob es der Frühling ist, ob Herbst, ob Winter, ob ich den Sommer seh in seiner Pracht. Du hast die Welt dir geschaffen zum Zeugnis, dir nur zum Ruhm und zum Preis deiner Macht. Bleibend ist deine Treu, bleibend ist deine Treu. Morgen für morgen dein Sorgen ich seh. All meinen Mangel hast du mir gestillet. Bleibend ist deine Treu, wo ich auch geh. Frieden und Dinge sei Freude, die Fülle fließt allen Menschen vom Kreuz her zu. Gott gibt mit Jesus sein Liebstes für Sünder, führet im Opfer
für die Schöpfung zurück. Bleibend ist deine Treu, bleibend ist deine Treu. Morgen für morgen dein Sorgen ich seh. All meine Mangel hast du mir gestillet. Bleibend ist deine Treu, wo ich auch geh. Hör, Tobi, Himmelsbruder, wir danken dir. Dat du bist treu zu deinem Wort. Die Dinge, die du sagst, dass ab dich habe ich uns verloren. Herr, wir danken dir, dass dein Wort sagt, dass die Kost nicht mehr lehnt. Dass es nicht wer du bist. Und Herr, dass du uns kraft. Wir danken dir für das. Und wir beten, dass deine Wahrheit und die Dinge, die in deinem Wort sind, dass du machst uns bloß noch klarer wissen, was die meinen. Herr, dass wir bloß noch klarer haben für uns in das Leben. Die Versprechungen, die wir haben. Die Erleisung, die wir haben. In der Kraft, die du uns versprochen hast, durch dich jetzt, machst du alles die Dinge, bloß uns halten, deutbar zu füten für uns persönliches Leben, durch alles, was hier von dir passiert. Ich bitte in Jesu nun. Amen. So war ein Baby geboren. Ich muss sagen, das nächste Werk, wo wir da vielleicht war sein kriegen. Du sind auch mal auf dem Weg. Ich freue mich für dort. Wir haben auch persönlich einen. Mit wem wir lernen da. So gut zu sein, dort so viele Kinder auch geboren wurden, dort ist auch eine Freude. Und ich denke auch immer, dort ist ein feines Bild von wo wir auch wohnen, da als Christen. Dort ist eine Freude zu hören, wo ein Kind geboren ist, dort ist eine Freude zu hören, dort ein erwachsener Mensch geboren ist. Vom Nieren. Das ist dasselbe Ding. Und dann, wo wir dann können anfangen zu wohnen. So ich glaube, jedes Mal, wenn wir sind eingeboren, dort ist ein Kind geboren, vielleicht, wenn wir eine Kindersegnung haben, dann sollen wir uns erinnern an dort. Krieg, wo Gott uns vom Nieren geboren merkt, in dit Leben, für das nächste Leben. Dort wir nie all waren geboren worden. Aber das ist nicht das Thema für von dir. Wo viele von euch haben einen Freund gehabt, eine sehr dichte Person, wo ein Leben gewasst wird, und die ask euch mal hier, die sind gestorben. Ich glaube, wir würden mehrere sein, nicht? Eine sei nur ein Freund, vielleicht mit einer Familie. Und die, wenn einer daran denkt, dass der alle eine Wort, der Meier von so einem Menschen kennt, einer, nicht? Ich weiß, als ich dann jung wäre, dann kennt einer nicht von so etwas. Bitte einer hat vielleicht Eltern oder Erstwortbreite verloren, aber ich hole euch so etwas. So einer kennt so eine Dinge nicht. Aber der alle eine Wort, der Meier Wort einer dort an. Einer hat dann Meier so eine Freund, wo dich bei einem wären, Opa, nie sind die weich. Und wo viele von euch dann, wo dann so eine Person kann dann, oder kann reden, wo ein Leben wir, für wo viele von euch ist das dann, oder passiert dort, dort je Erstwort hören dann, je sein Erstwort, je haben Erstwort je tun, je haben Erstwort je schmeckt. Und die Person fällt ihm dann bei, nicht? Wenn ich denke an die Person, vielleicht, wenn ich hier ein Leid, oder wie singe, vielleicht mit einem ein Leid, eine Quark, oder persönlich, und dann denke ich an die Person, dass wir den sind Bastardleid, nicht? Oder erst einmal, der dort so schein singt, dann denke ich an dort. Oder vielleicht, du hast ein Bürgschaft, und du hast ein Bürg, wo du so hocken lässt, und die sitzt dort Bürg, und dann lässt die erinnern, die weiß nach Krieg, dann einmal wieder zu ihr warst, wir haben dann taub, bloß das ein Bürg gelesen. Und wo scheint dort hin? Das Bürg durchgehen. Und wo die haben gekriegt von dort? Oder vielleicht hat somebody einen Schieß dir vertan, nicht ein bisschen Spuß gehört, und dann einmal denke ich an einen guten Freund, der hat erst einmal den besten Spuß, nicht? Der hat einmal was zu sein. Oder ihr seid ein Tüß um das und ihr habt so ein Kampchen Nudelsipp. Und das ihr dort eaten down. Dann haben wir ein Stanky on. Ihr fällt in der Hammer bei, wo seid ihr Freund, ihr schon mal schlürpsen seid? Nicht? Und vielleicht steht ihr dort mal reich, aber ihr denkt an dort und ihr würdet noch jeden gleichen dort war zu hier, nicht? Aber dann denkt wir drei, wir haben was ihr sein oder ihr hört. Und futz denkt wie an eine Person wegen dort ist irgendwo mit der Person verbunden.
In ein so einer Tiden dann sind du vielleicht Menschen, die gehen dann vielleicht so hier so in einem Grofhaf, was für einen passiert, und dann besegnen die Menschen, wo die sind begrüft. Gehen du so hin. Und dann spende ich meist getiegt, du so, vielleicht allein, und vielleicht sterb, vielleicht ein Beknäus, vielleicht tun, was immer das dann ist. Und dann tun sie sich bloß erinnern an die Person, und an was die von dieser Person alles gekriegt haben. Und das ist, was Abendmahl ist. Das ist so eine Zeit, Jesus will haben, wie Sohn und Armses, die denken, du wirst beste Dinge, was Jesus will haben, wie Sohn und Arm denken. Doch wenn wir Sohn oder Sohn deuten, an die Gedanken wurden, kriegst du Gott nicht Jesus gehen. Kriegst du Gott ist, wenn wir den Leid haben, gesungen, und wir uns an uns Freunde denken, oder Nudels auf deinen Erden, oder ein Bürg sein, oder was immer. Kriegst du Gott, wenn wir diese Dinge deuten, doch wir würden wahrer an Jesus denken. Und was er uns von denen sein Leben will, in dem Moment lehren. Dort ist, was Abendmahl ist, und diese nächste drei Botschaften von dir und auch die nächste zwei sind dir, hat eine Serie, und dort handelt sich alle von dem Abendmahl. Was er bedient, dass in einem Monat, so sie in den Bulletins haben gesagt, dann werden wir auch ein Abendmahl feiern. Und dann wollen die Sonne auch sehen, was dann auch im einem Monat sich treffen lassen, dann werden wir mit ihren Taub dann zum ersten Mal dann das Abendmahl feiern. Das ist der Plan für den einen Monat. Aber während dieser Zeit, wir werden noch ein bisschen deeper Abendmahl kennenlernen, was bedient dort. Und zum Anfang würde ich gleich in Markus Kapitel 2, oder Kapitel 14 zu lesen. Vers 12, plus ein Vers, weil ich von dir im Neuen Testament lesen. Markus Kapitel 14, Vers 1. Das heißt, den ersten Tag ab dem Fast von angesüdet Brot, und dem dort Passalom geschlagen ward, frügen Jesus in der Jünger an, wo soll wir gehen, reite mir an, dort Passalom zu ehren. Bloß wird so, wenn ihr wieder würden lesen, dann fing ihr krank dort die Geschichte, von wo Jesus das Abendmahl feiern wird, mit denen seine Jünger taub. Wir werden nicht diesen ganzen Text von dir überkicken. In der von dort kann ich, aber wir werden die nächste zwei Werke im Basketball dort bekicken. Aber was ich würde gleich zu tun, ist, ich würde gleich in Aufmerksam zu merken, über ein Ding, was hier sie dann bloß in diesen Farge wird rübergebracht. Im vierten Tag würde ich vielleicht nicht an denken. Und dort ist, dort wird wie ein Fast. Hier wie eine Multit, wo das wir. Das wir nicht bloß ein clean Kaffee, das Juice, was wir dann haben, ein clean Beats gebraut. Das wir eine wörtliche Multit, wo Jesus mit den sie in ihr Taub hört. Und das ist wichtig zum Andenken. Und nicht bloß dort, dass wir nicht bloß eine Multit oder ein Fast, wo Jesus nicht bloß mit denen sind, die heute dachten, okay, ich will nicht sterben machen, so ich will gleich nicht mit meinen Jünger hier taub eine Multit noch haben, als ich sterben will. No, dass wir ein Fast und dass wir eine Multit, wo alle Juden haben, dass wir bekommen, nicht bloß Jesus redet, aber das, was Jesus nicht redet, mit denen sie nicht getobt, alle anderen Juden reden dort selber, wegen Gott hat gesagt, dort der Sohn. So dass wir nicht wort nicht, was Jesus tut, mit denen sie nicht getobt, deut. Das wir die Passe fast, nicht bloß dort das Fast von angesüdet Brot. Und wenn wir das wollen, besser verstehen, von dem will ich ans Dollar-Trainer der Old Testament bringen. Ich will den Anfang von der Passefasten klingt mit klarer Staunen, die Geschichten mit klarer merken. Wegen, dort ist wichtig, dort klarer zu verstehen, dass wir die Bedienungen hängen, die alle besser verstehen können. Die einzige kann dort vielleicht besser, die einzige weiß dort vielleicht nicht so gut. Aber wir werden durch das nächste drei Werk sehr verbinden, was diese Angewohnheit hat. Und dort finden wir dann in 2. Mose, Kapitel 12, eine bekannte Geschichte über einen Timbeskier Hintergrund kriegen von dort. Die Israeliten, die sind versklavt worden für mehrere hundert Jahre, 500 Jahre, was die in Ägypten sind gewesen. Und die sind nicht Sklaven.
Aber nun ist die Zeit, wo Gott will ernt frei machen von der Sklaverie in Ägypten. Die sollen los worden. Und Moses wird nie geboren. Und Moses ist einer, der Gott brücken will, um die Israeliten rausleiten von der Sklaverie in Ägypten. Und dort ist wichtig, zum Andenken. Nun werden wir dann mehrere Jahre wieder kicken. Moses ist nun alt. Was ist alt? Alt ist er dann? 80 Jahre? Mehr oder weniger? So er ist nun ein älterer Mann. Und nun ist er mit Aaron Taub nur Pharao gegangen und sagte ihm, Gott sagt, dass du sollst alle Israeliten loslassen. Und wir wissen, was passiert. Hör dir das. Und so, dann sind du 9 Pläne, was passieren dann über das ganze Land Ägypten. Und das ganze Land hat sehr viel Schulden gekriegt. Aber Pharao blieb nach Fuß stehen, er lässt ihn nicht los. Und dort alle Schulden, was passieren in das Land. Aber Gott hat noch ein Pläne mehr. Und er weiß, das Pläne ist alles, was er braucht. Und die wollen loskommen. Und Gott weiß, was wird passieren. Und er sagt dann auch zu Moses, was passieren wird. Dort kämpft, merkt ihn dreht. Dort wird gesagt, was Gott zu Moses sagt, und Moses sagt es zu den Menschen. Der dort kämpft, merkt ihn dreht. Das hier ist nicht testamentisch, ne? Dort kämpft, merkt ihn dreht. Und das dann, wo wir dann nicht kommen, dann bei 2. Mose, Kapitel 12. Wir werden durch das ganze Kapitel kicken. Ich will erst ein klein bisschen Überblick geben und dann werden wir träge und ein paar einzelne Dinge hier so reinnehmen. Aber wenn wir lesen von 1, ganz durch 14, du sagst, dass wo Gott, der Moses nie sagen, wo die sollen nie diesen Passalom reiten, wo die das sollen verbrennen und ernten und alles in Stort. Der Bedienung durchhängen. Der hat dort erklärt, dann von Vers 15 bis 20, dann jef Gott am Meier verschriften, er wird dort angesüdet Brot. Nun sollen die ein Fass haben von 7 Deo angesüdet Brot ehren. Er hat andere erklärt. Dann wieder ist dort Vers 21 bis 28, dass Moses nun zu den Ältesten von Israel nie dort sein, wo Gott am Haft gesagt, dort nie ein dort Volk verspreiden kann, dort der dort tun kann, wo Gott befohlen hat. Und dann von Vers 29 bis 42, du habe dann, wo Gott über das Land kommt, jetzt, und die Erstgeborenen alle sterben da, und die Erstgeborenen von Vieh auch von Menschen, die Tiere werden auch sterben. Und dann von Vers 43 bis 50, jef Gott auch verschriften, wenn du somebody ist, der nicht von dem Volk Israel ist, aber der will auch dort Passafast feiern. Hast du erlaubt? Kannst du das tun? Wenn ja, wo kannst du das dann tun? Ich habe dann auch Verschriften für Menschen, bezieht das Volk, wenn sie würden wollen, auch teilnehmen an diesem Fast. So, dort ist ein Überblick, wer wir nicht trägen in Vers 1, in Kapitel 12. Und wir werden die Schrift hier so lesen, so sei händig, wenn ihr die Wunden kennt, einige der Bibel auch mitlesen, während wir da steht Gundon. Vers 1 sagt, der Herr redete Moses und Aaron in Ägypten und sagt, dieser Monat soll für jüngst der Anfang vom Jahr sein, das ist der erste Monat im Jahr. Sei die ganze Gemeinschaft von Israeliten, dort um dem 10. Tag von diesem Monat soll ein jeder Futter für seine Familie ein Lohm nehmen. Ein Lohm für eine Familie. Und wenn die an sein Haus sind, zu wenig sind für ein ganzes Lohm, dann sollen sie dort mit den Nutzten nur beendeln. Dünne, wo viele Menschen du essen wollen, soll sie dort zu mähen. So hier fängt die Unterklärung, sagt er, jeder Haus soll ein Lohm haben. Hier ist auch eine Ursache für das. Und er sagt, und wann der ein Lohm zu groß ist, die haben vielleicht eine kleine Familie, die haben bloß 2 oder 3 Kinder. Ein Lohm ist 4 zu 4, sagt er, dann gehen die in den Ubersch und dort ein Taub. Ein Taub und ein Hüß. In Luther, wo wir auch lesen, sagt er, die dürfen nicht von den Hüß rückgehen. Und der Lohm bleibt du bein.
Würde ich gleich ein Vers Sase für dich zu lesen hier so, wenn wir bet Eva gundern. Vers Sase für dich sagt: Je sollen dort Hüs eten, nehmt dort Fleisch nicht aus dem Hüs rüt. Je sollen kein Knirn von dem Tverbring. Wem hat sich das bekannt? Von wer weit wurde Hahn lädt? Kann ich dort Bild sein, was hier on jetzt? Das ist die Ursache, warum das Weber sagen, die sollen nicht sagen, okay, wir haben ein Lohn, wer wird das dann nie in den Hof schneiden, und dann, wir wollen das ein Hirse hauen, dann kann der ein Port von der Hüs. Nur die sagen, das Lohn bleibt vor euch. Das ganze Lohn. Luther lest, wie auch gesagt, der Kopf, der Bein, der innerliche, alles, was dort ist, das ganze Lohn bleibt vor euch, und dort ist in das Hüs bin. Und dann wird es vorbereitet. Kein Knirn soll gebrochen worden. Und das ist hier eine Prophezeiung oder ein Schottenbild von Jesus. Kein Knirn wie gebrochen. Und Jesus, ihr kennt die Geschichte, aus Jesus, du im Krieg wirst, und wie ihr sterben, und die mögen die Beine zwei von den anderen, wo besiegt Jesus werden, aber nicht Jesus. Jesus wird nicht gebrochen. Haben wir vorig, haben wir sie verpitcht, habe ich geschlacht, können wir sagen? Aber habe ich vorig. Das soll ich tun, das soll ein ganz vollkommenes Lohm sein. Das ist ein Bild vom Neuen Testament. In so einer Kleinigkeit, was wir sagen, hier so werden, da wird die Geschichte klar haben. Weil das ist das Wort Jesus, mit dem sie den Jünger deut. Wieder von Vers, oder wieder Vers 5. Er sagt, dort soll ein Einjorschitz sein, dort kein Fehlerhaft, ein Schubsback oder ein Kasenback. Ohne Fehler soll es sein, und dort soll Neue sein wollen. Und ihr habt auch verschriften, dort soll auch Neue sein wollen für Feierdeo. Schau mir an, dort kein Fehler wir. Und das ist auch ein Beispiel von was Jesus passieren wird. Am Wort sei er Neue sagt, dann sagst du ein Fehler wir von den Menschen, von den Königs. Von den Schriftgelehrten, von den Hohepriestern. Und die fangen nicht. Nur dort wird dann alles Neue sein, wir, wenn du wegen verurteilt wird zum Tod, dann haben sie dann auch gekriegt sich, geschlacht. Aber kein Fehler wird und Jesus gefangen. Vers 7. Und die sollen von dort Blut nehmen und dort ein Bett sehen und die deren Remes schmieren und auch am Kopf stecken. Und Buwe kommt der, und das Hüß, wo das Lohm gejeten wird. So an den Hüß, wenn du dann das Eten des, sagt er, hier sind nicht für die Israeliten zu dieser Zeit, dort bloß sollen die ewer Diener der sein. Dort ist der Schütze zu sein. So er sagt, hier soll dort bloß ewer Diener deren, non geschmiert worden, und dann falsch auf, sagt, und wenn die dort eten, sei ihr so ungetrocknet sein, dort die ganz reit zum Reisen sind. Dort fällt dich ohne Feit, in den Stock in der Hand, je sollen dort busig eten, das ist dort Passamo für den Herrn. So nie haben sie den Lohm, den faulen Lohm, machen sie durch Schlachen, nicht verbringen, bloß diese Ramme dir, und sag ich dir, ein Ding, was die auch sagen dürfen, hau jene Schau an, und hau den Stock rein in jene Hand, und dort busig eten. Warum so? Nicht? Was bedeutet das? Er sagt hier so, das ist das Passamol für den Herrn. Gott kämpft und dort gerecht kämpft. Dort gerecht kämpft. Wir werden Klimasgemeinde von dir auch reden, aber ich werde Vers 12, Bett 14 lesen. Er sagt, ich war an der Nacht durch Ägypten gehen, und wurde erst die geborene Mark Menschen in Tieren dokmian, und ab alle ägyptische Jäte, wo ich mein Ödel kum luten, ich sie der Herr. Dort blut und jene Hisa, wird ein Teken sein, wo ich wohne. Wenn ich dort blut sei, wo ich bejüht verbiegun. Kein Verdorben wird Mark jüt kum, wenn ich mit seiner Struf ab Ägypten kum, oder wenn ich mit meiner Struf ab Ägypten kum. Dies Tag ist für jüt ein Tag zum Undenken. Ihr sollt den so holen, als ein Fast für den Herrn. Ab alle Tiden sei ihr den holen, einmal war ich.
Woran sollen die das hören? Der Sohn und das Denken. Und was sollen die denken? Was hier passieren wird an das Land? Gott sagt, ich will eine Nacht kommen, dort campt. Das ist wie schon gesagt. Der dort campt, merkt und reut. Und er hat hier ein Versprechen. Er sagt, wie jeder der, wo ich will sein, das Blut drüber, sagt er, du wirst nicht nein kommen, du wirst keiner sterben. Aber wenn ich durch das Land gehe und ich sage, dort irgendwo hast du kein Blut über dir, sagt er, du wirst somebody sterben. Und Luther fing wie uns, dort fällt auch alles dort uns, sagt er, du wirst nicht ein Haus, wo keiner gestorben wird. Jeder Haus wird trüren und rohren, du wirst somebody dort. Nicht bloß dort, dass ich sage, im Reich fei, Tieren. Und er sagt, aber wenn der Blut du so ist, dann glaub mir dort, dann wird es an den Hüß nicht passieren. Wir haben ein reichen Schottenbild von unserer Versicherung an Christus. Wir zweifeln für andere, aber wir denken so, kann ich dort weiten, dort ich gerade sie? Nur habe ich eine Frau. Können diese Israeliten sich sicher sein, dort der Hüß wird gerade bleiben, dort der wird lebendig bleiben? Die können nicht. Gott sagt ihr, wenn ihr das Blut unter der Hand, die wollen lebendig bleiben. Kein Zweifel. Und aus alle anderen Menschen, die im Land, so viele Menschen sterben, denen sagt er, wie die Israeliten, wir keiner, denen sind versprechen, wir treu. Das ist auch ein Schottenbild, von wo wir uns in Christus sicher können sein. Gott hat gesagt, wenn du das Blut von Jesus Christus hast, wenn du Jesus hast angenommen, dann hast du das Leben, du wirst nicht sterben. Dort ist keine Frau, dort ist kein Zweifel. Kriegst du Gott, aus diesen Israeliten brücken sich nicht zweifeln. So der Tod kämpft mehr Kindheit und hat jeden Versprechen für diese Menschen. Aber es ist das auch ich habe noch ein bisschen gelesen, dass ich dachte, und dass die Sohn die Schaurig reit haben, und der Stock in der Hand, und die Sohn reit sein zu irgendeiner Zeit, zum Loslupen von du, wo sie wären. Irgendeine Zeit sollen die reit sein zum Reisen. Nicht vorsichtig sein in Ägypten. Und ich dachte nun, für uns auch, für diesen Bild, hier so auch. Für irgendeine Zeit, Gott hat gesagt, er kämpft. Er hat auch gesagt, was wir sollen tun, oder was es so looten, wann er kommt. Jesus im Blut soll du sein. Sei wie reut für dort. Habe ich den seine Verschriften genommen? Wann er kommt, und wie weit nicht, wenn er dort ist? Wird Gott das Blut und unsere Dier sozusagen fing? Jetzt wundert ihr, wenn du es und du da nicht reut bist, du hast das Blut nicht, Gott ist gekommen und stellt dir diese Bediener der, jetzt wird entweder du hast die Entscheidung gemerkt oder du hast es nicht. Entweder du hast fahrt all das Blut durch die Hand geschmiert oder du hast das nicht getan. Und ich sage nicht, dort hat dann nach einmal Wort sei, hey, will ihr nicht doch das Blut hier so haben? Nein, er hat alle Worte gegeben. Er sieht gleich, was wir sollen tun. Er sagt, wenn du kein Blut hast, er kommt dann, der dort kommt. Gleich so gut ist für diese Menschen. Er sagt, hey, wo komm, du wirst Blut hast, du wirst kein Blut, du sollst ein dort Hüßband sein. Das ist eine Versprechung von Gott. In Vers 15 bei 20. So hier habe ich ein Bild von, was ich gesagt habe, von der Lohm, was sie so schlachten und ehten. Vers 15 und wieder habe ich dort angesüdet Brot. Sieben Tage sei ich angesüdet Brot ehten. Den ersten Tag fuhrts sei ich all das Süßstoff von jener Hiese wachtun. Und wenn irgendwer in den sieben Tagen so gesüdet Brot ehten, demjenigen sei ich üte Gemeinschaft rüdsagen. Der erste Tag soll ein heiliger Tag sein, und der siebte Tag soll ein heiliger Tag sein.
Und die Dinge, die sie nicht arbeiten, sie sollen dann bloß so viel arbeiten, dass sie Erden auf dem Tisch kriegen. Sie sollen das Fast mit dem angesiedelten Brot jedes Jahr holen. Wegen an diesem Tag brach ich all jene Stamm aus Ägypten rüt. Du wegen sei ich an diesem Tag immer wahre Feiern. Du wegen sei ich diesen Tag immer wahre Feiern, einer, der immer ein Wirt haft. In der ersten Monat sei ich vom 14. bis den 21. Tag alle Abend angesiedeltes Brot essen. Für sieben Tage soll kein Süßstoff in jene Häuser zu finden sein. Wenn irgendwer wird angesiedelt hat, kraken don't, ob dort ein Fremder oder ein Einwohner im Land ist, dem sei ich aus der Gemeinschaft von Israel rüzaten. Keiner in all jene Häuser darf gesiedeltes Brot essen. Sie sollen angesiedeltes Brot essen. Na, hier ist hier eine große Streb hier so mal über Süßstoff. Ein angesiedeltes Brot, und nicht bloß dort, hey, jetzt wieder. Im Reich Kapitel 13 redet er wieder davon. Warum nun so viel zu sagen über Brot, über Süßstoff, und die sollen angesiedeltes Brot essen? Er sagt, hier ist eine Antwort. Er sagt, ihr sollt dann an diesem Tag, und von diesem Tag für sieben Tage wieder, er sagt, und die Ursache ist, wird es an diesem Tag, hat er könnt von Ägypten rückgebracht, deswegen sollte kein Süßstoff sein. Wer Süßstoff hat, soll rückgestoppt worden. Nun, ich will nächste Woche Klimaske Meier von dit reden. Und ich will an Jesus über dit grabeln. Wenn ihr über dit ein Ding denkt, wegen der wir nun von Ägypten, von der Sklaverei rückgerat, dort Süßstoff soll nicht alle weich sein. Warum soll das Süßstoff dann weich? Was bedient dort? Was kann es bedienen? Nächste Woche werden wir mal davon reden. Ich will nicht sagen, dass ich das ganze Weg grabe. Ein für ihn haben vielleicht die Gedanken, was das kann sein oder so. Aber nächste Woche werden wir von dem Blut und dem Wein, von dem Ofen, wo Salz und Bessie da reden. Und dann werden wir ein kleines Gemälde von dem vertrauen. Aber das, was ich sage, ist sehr streng. Was die sagen, dann für sieben Tage, das ist nur das, wo der Passer fast ist, ohne gut. Ich muss sagen, ich muss die Fahrer abgehöpst. Falsch. 24 bis 28. So Gott hat all diese Dinge gesagt, nicht zu Moses. Moses wollte nicht zu dem Volk sagen. Ich will gleich von 24 bis 28 zu lesen. Da sage ich, dit Fast sei ihr kracht holen, je in jene nu kommen, ab alle Tiden. Und wenn ihr erst an dort Land nennen kommt, wohnt der Herr jünd jedem Wort, so es hier gesagt hat, dann holt diese Helle dir. Und wenn es so rumkommt, dass jene Kinder jünd Frauen, wort bedienen jünd diese Helle dir, dann sagt an, dit Apfelon ist ein Passafast für den Herrn, zum Andenken aus der Herr bei der Hiese von den Israeliten in Ägypten vorbeijing. Er ging durch das Land und schlug die erstgeborene Ägypter dort, und bei unserer Hiese ging er vorbei. Und dort fällt Knäuel im Gebet, die Israeliten gingen, und mir und dort krank so, als der Herr Moses und Aaron dort gesagt hat. Warum soll er das Passafast feiern? Er sagt dort, zum Andenken. Was der Herr hat getan. Nicht bloß die Menschen, die das belebt haben, über all den Nukumis, sag ich dir. Einmal soll es geholt werden. Wenn ihr erst an das versprechende Land nicht kommt, du bist, sei ihr jedes Jahr das führen, dass ihr nicht denken dürft, dass ihr nicht Kinder wollen, dass ihr nicht denken, dass ihr nicht Kinder und Frauen dürft. Warum holt ihr diese Dinge? Dann sei ihr eins, die Geschichte, wie wir Sklaven in Ägypten, wie wir in Force. Und über da kam ein Tag, wo Gott uns dann von der Sklaverie rüttraten deuten, du wie ein Mann, Moses. Gott braucht Arm, um uns zu rüttläden. Und das nicht Land nennen. Dort soll jeder Kinder sein. Du umdenken. Und dann jene Kinder sollen die Geschichte wieder vertrauen. Nun,
Ich sage nicht sehr viel vom Neuen Testament. Ich tue nicht sehr viel rüberbringen vom Wort verglichen mit dem Neuen Testament. Aber ich hoffe, dort bloß bei diesen Dingen lesen und vielmals gefunden vertalen, dort ich selbst fange an anzuwarten, wird sich verglichen mit der Uwemur und wird wirklich passieren. Und wird von Schotten das erst von Jesus. Kann dort selbst sein, welche Dinge würde sich erneuern? Verglichen dann. Also ich sage, nächste Weg werde ich deuper und anbauen. Aber nun werde ich bloß handeln, wie kann die Geschichte muss sein, dass es ein wirklicher Schoten ist. Vers 29, Vers 36. Mitten in der Nacht kam der Herr und schlug jeder Erstgeborenen. Vom Erstgeborenen vom König, der auf einem Thron saß, aber ab den Erstgeborenen von dem, der im Gefängnis saß, und auch jeder Erstjunge vom Vieh. Mitten in der Nacht stand der König ab, so es auch all seine Regierungsmänner in alle Ägypter, die hielten und schrien laut, du wirst auch nicht ein Haus, wo keiner gestorben wird. Und der König legt Moses und Aaron eine Nacht sein, nu ab, und bringt ihn weich von Mark mein Volk. Ich meine nicht bloß die, aber alle Israeliten. Gut und bet dem Herrn an, so es sie gesagt haben. Nehmt Schub und Kassen und Rindfei, krieg so es sie gesagt haben. Gut bloß. Bet auch für mich um einen Segen. In der Ägypter pardon dort Volk, dort sie so ein Schwinn dort Land verluten. Und das gut wie nach aller Tod, mein sei. Und sie nehmen den dich, eide versiert wir, ein Bar kommen, der sie mag ihre Kleider auf den Schultern drehen. Und so es Moses an gesagt hat, haben die Israeliten der Ägypter nur selber in Gold und Kleider gefragt. Und der Herr führte so, dass der Volk Gott ohne sein wie bei den Ägyptern, so dass der Ägypter leicht anweiden und wenig selbst überhielten. So nie erst dort über dem passiert. Doch wo Gott hat gesagt, wird wohl, der Tod, der wird kommen, sagt er nicht dort geworden, nicht dort eine Nacht. Die Israeliten, die haben alles zu tun, was Gott hat gesagt. Dort Lohm haben sie vorbereitet. Dort Blut haben sie um deren gerecht. Die Show haben sie an. Den Stock haben sie an der Hand. Die werden busig essen. Und die wissen nicht, wenn näher ist, was wird passieren. Die sagen, das hast dich. Die kenne ich, das Pharao. Kann nur sagen, sagt, mitten in der Nacht. Nun ab und weich mit ihnen. Furz, Ola, jeder einer. Nicht bloß die, das ganze Volk. Das ist, warum die sollen die Show anhaben. Nie werden sie frei, nie sollen sie weich. Das ist, warum die sollen die Starkheit haben. Die mögen sich reit. Für das. Und das ist nicht alles krank so geworden. Gott hat gesagt, die Israeliten nehmen dort wahr und die mögen sich reit, weil sie wissen, dort kein. Und ein anderes Bild, wenn wir denken an das eingesüdete Brot, ein Bild wird hier so geben, dass auch woran die so ein eingesüdetes Brot essen, dass wird sie so hastig müssen verluten. Die müssen so hastig verluten, die haben nicht Zeit, denn dort dich reden mehr. Und so die sollen daran denken, wo hastig dort alle wir, dort die müssen verluten. Aber so ich sage, nächste Weg werden Klimaske Meier, Klimaske Deiper, nicht das Süßstoff kriegen und nicht das Brot. Und beim nächsten lesen wir hier so dort, 600.000 Mana gehen dann zu Glück rüht. Dann haben wir noch frühesten Kinder bezieht. So, vielleicht können wir tauen 2 Millionen Menschen, die hostig von der Stadt weich, von der Land weich. Das ist ein großer Schauf Menschen, den die alle hostig verluten dann. Aber die sind weich, kriegst du es Gott seht, und über nur das, wir werden am besten wiederkicken, fast 43, bei 40. Hier haben wir nun Verschriften für Menschen, die wir sagen, die wir nicht von den Israeliten. Können die teilnehmen und das, dass wir bloß verehrt. Wenn wir den ganzen Aufschnitt lesen, das sagt, Vers 3, für dich, der Herr sieht zu Moses und Aaron, das ist, wo das Passamol ihr holen soll. Kein Fremder soll es ehren. Über ein Sklav, der betont es und beschneiden es, der darf dort ehren. Sondern wo eine karte Tiet bei ihnen wohnt, oder ein angenommener Knecht, soll es nicht ehren.
Je sollen dort ein Einhüs eten, nehmt dort Fleisch nicht aus dem Hüsrüt, je sollen kein Knirken von dem verbringen. Die ganze Gemeinschaft von Israeliten sollen dort nur feiern. Und wenn du fremde Mannkind sind, die dort passen nur für den Herrn feiern wollen, dann beschnitt alle Männer und Jungs, und dann dürfen sie mitführen. So ist ein geborener Israelit. Aber ein jeder, der nicht beschnitten ist, soll nicht davon ehren. Ein in dort selbe Satz hält für ein jedem, und dort, ob du von Jüd ist, oder ob dort ein Fremder ist. Alle Israeliten mögen dort krank, so als der Herr Moses und Aaron dort vorgesagt hat. Dort wir an den selben Tag, dort der Herr alle Sturm von den Israeliten Ägypten durchbracht. Wohl Gott Han, dort dit Fast so bloß für Israeliten sein. Der bloß Israeliten können teilnehmen. Dort alle anderen Völker, die werden ausgeschlossen. Nachmur haben wir ein Bild, und wir haben wir vielleicht ein paar Monate drehen in unserer Fäserklaus, wo wir gerade von dir geredet. Wir haben nachmur ein Bild von dem Alten Testament, so es von Gott hat alle anderen Menschen weichgeschoben und er will nichts von dir weiten. Und bloß wenn du ein geborener Israelit wirst, dann kannst du teilnehmen an Gott seine Versprechungen. Und doch bloß in dem Neuen Testament hat Gott das verändert. Aber wie fängt das hier anders? Die Israeliten sollen immer ein Licht für die Welt sein. Hier sagt er, wenn du somebody else, ein Fremder, und die Welt, der passe fast feiern, er sagt, der Korn. Aber das ist eine Bedingung. Die soll beschnitten werden. Kriegst du die Israeliten? Dann können die teilnehmen an das. Wenn die Welt merkt mir, er sagt, du hast bloß ein Gesatz für das, und doch wird dasselbe für Israeliten und nicht Israeliten. Er sagt, kriegst du Gott, können die nicht jeden dort, was die jeden dort können tun. Gott, der die anderen Menschen auch nicht tragen. Wir haben wohl. In Fjern haben wir das Bild, dort noch der andere Sohn gleich. Aber war er, der Gott auch die anderen Menschen für ihn nennen zu können. Gott will auch haben, dass die Israeliten sollen auch die anderen Völker nennen, in dem Sinne, dass die Sohn Gott fing. Dort sollen die tun. Die sollen ein Licht sein für die Welt. Und was wir finden im Neuen Testament, was eben mit dem Volk geworden wir, es kriegt dort jeden, dort die dachten, die wären bloß viel besser als die anderen. Und Jesus muss ihn erstmal dreistellen und sagt, ich will alle Völker. Das ist nicht verniert. Ich will haben, die anderen Menschen sollen auch kommen. Hier so, denken die auch. Vers 47 sagt, die ganze Gemeinschaft von Israel sollte nur feiern. Und wenn du fremde Mannkind sein, der passen nur für den Herrn feiern will, dann beschnitt alle Männer und Jungs, und dann dürfen sie mitführen, so ist ein geborener Israelit. Die dürfen mitführen, krank so ist ein geborener Israelit. Man reicht, wenn die Kananiter wurden sein, aber die werden von Saswur, aber die wollen Gott anbeten. Die dürfen dort tun. Die dürfen das Passafast führen. Krank so ist ein geborener Israelit. Gott will unsere Menschen auch nicht tragen. Das Fast, was Jesus mit den seinen Jüngern taub hat, wird das Fast. Die Jünger, die haben Fährten, die zu tun und die erleben. Die haben immer wahre, diesen Fast geführt. Die Lohm, das Brot, alles, was sie haben, wie ein Seier bekommt, das wie nicht frisch ist. Und die wissen krank, um was sie sollen denken. Und nun, Opa, in diesen letzten Ofen, was Jesus hier dann hat mit den Jüngern, der hat das wahre, aber nun, der hat mit sozusagen die Wörtlichkeit durch den Anstall. Wo das Hand dienen dort? Ab wo das Hand wiesen dort? Das Old Testament wird schon und Jesus dort nie dort Wörtlichkeit durchstehen, zum Licht bringen. Und vielleicht hielt sich das dann nie sehr bekannt, der Passamur, was hier so wir,
En ook dat oefenmoor wat Jezus vieren deed. Jezus deed het met vliet. En nächste week, in de week nu dat, we hebben meer van deze einzelheden bekijken. Dan hebben we daar om het Nieuwe Testament kijken. En wat het alles, te bedienen heeft. Maar het is wichtig, dit te verbinden. We hebben dan nog te opsluiten. Mijn gebed, Himmelsche Vader. We danken die voor dit beeld. Maar wie kan zeggen, zoveel Schattenbilder, wat die hast im Alten Testament gewesen von Jesus. So viele Kleinigkeiten, wo diese Band sein, wo Wiesen deuten ab Jesus. Und da kann man nicht sagen, Herr, und das Antworten, das ist nicht von Menschen geschrieben. So viele Kleinigkeiten, wo alle sterben dann, eine mit den anderen. Und wo Jesus dort erfahren hat, Herr, wir weiten dort erst ein Werk von einem Gott, dort erst ein Werk von dir. Und ich bete, dass du machst uns dit beeld plus klare staan, dat is de nächste 3 weken, dat we weten dan dat din ploen als zo lang je was, die hast het van eeuwigheid tot eeuwigheid je ploend, waar de dingen zijn worden. En ik bid plus dat je mij ook eens houdt een paar meer dingen begrijpen, van waar het schoven dat, en dat we werkelijk zich kunnen hebben, wie zijn werkelijk verzekerd, en Jezus Christus krijgt zo, als de Israëlieten weer een Heer, je hebt die ons deze zekerheid. In Jesu Namen. Amen. In des Christen Heimatlanden gibt's noch eine Ruhestadt und mein Heiland auferstanden seine Wohnung drüben hat. Da ist Ruhe für die Müden, da ist Ruhe für die Müden, da ist Ruhe für die Müden, da ist Ruhe für dich. Will auch mir ein Haus erbauen, das soll ewig halten stand. Wandel ist da nicht zu schauen, in dem heiligen Segenland. Da ist Ruhe für die Müden, da ist Ruhe für die Müden, da ist Ruhe für die Müden, da ist Ruhe für dich. Nichts mehr weiß ich davon leide, Gram und Kummer drückt mich nicht, Kronen werden ewig Freude, denn wer hier im Glauben sieht. Da ist Ruhe für die Müden, da ist Ruhe für die Müden, da ist Ruhe für die Müden, da ist Ruhe für dich. Christus lebt, der Überwinder, macht uns treu in Höhl und Tod, jagst der Liste Gottes Kinder, froh begrüßt das Morgenrot. Da ist Ruhe für die Müden, da ist Ruhe für die Müden, da ist Ruhe für die Müden, da ist Ruhe für dich. Du hast den Segen, Himmlisch Vater. Wir danken dir für den Segen, den du uns hast gegeben. Herr, und ich bete für Kraft, für das ihr meint. Herr, ich bete für Kraft in der Welt, wo die Herr, ich bete Kraft für dein Leben. Ich bete, dass du mich segnen und alles, was dir fehlt für das Leben und zum Zeugen und Schaffen in dieser Welt für dich. Herr, wir danken dir für das, was du in uns hast getan. Und wir werden dir auch wieder versprechen in der Welt. Und Herr, musst du uns brücken, um dir auch wieder geben. Ich bete in Jesu Namen. Amen.